Zurück von meinen Zugfahrten, meiner Zugfahrt nach Niedersachsen und dann aus Niedersachsen wieder zurück. Und ja, jetzt erzähle ich euch ein bisschen was davon und auch ein paar andere Sachen. Fangen wir mit den anderen Sachen an. Also, wie ihr hier hinten schon gut erkennen könnt, ist da jetzt ein Regal. Beziehungsweise, also wartet mal, das ist ja mein normales Regal da. Und das, was ihr seht, wenn die Kamera wieder richtig steht. Also das Dingsda-Bumsda mit den. Ihr wisst ja, wie das vorher aussah. Das ist jetzt auf jeden Fall mein Regal. Es ist doch nicht so voll geworden, wie ich gedacht habe, weil ich hatte ja hier noch einen Karton zu stehen mit der Minimaus-Bestellung. Und da habe ich ja schon wieder neue Bücher gekauft, blablabla. Aber es ist auf jeden Fall Platz. Ich muss noch gucken, ob ich das noch ein bisschen hübscher einordne. Also ich bin ja wie gesagt heute zurückgekommen und meine Eltern haben das Regal gebaut gehabt, während ich weg bin, haben das auch eingeräumt. Das heißt, ich gucke noch, ob ich das ein bisschen anders umräume und dann werde ich, wenn alles klappt, in den nächsten Tagen das bzw. die Bücherregal-Videos abdrehen. Ja, dann werde ich die Bücherregal-Videos abdrehen. Müsste eigentlich klappen. Und ja, das war eigentlich so das andere hier. Steht nur noch ein bisschen Zeug, weil wir noch ein bisschen was ausgeräumt haben. Und jetzt seht ihr ja auch, dass ihr ein bisschen anderes Bild habt. Es ist immer noch mein Zimmer und eigentlich auch immer noch der gleiche Aufnahmeort. Ich nehme immer noch mit meiner Webcam auf und ist klar. Aber ich habe jetzt hier einen Drucker zu stehen auf so einem Kastendingsbums. Und deswegen musste der Schreibtisch ein wenig verrückt werden. Deswegen seht ihr jetzt auch wieder ein bisschen was vom anderen Teil meines Regals. Auf jeden Fall wird das Bild, wenn nicht irgendwas verschoben wird, jetzt immer so aussehen. Stört ja keinen, ne? Also, ja, da ist immer noch... Da ist immer noch der Schrank, da ist das Regal und da ist immer noch mein Bett. Also, wie gesagt, gleiches Zimmer, gleiche Einrichtung, nur anderer Winkel. Ja. Das war's soweit eigentlich schon von dem anderen. Und jetzt kommen wir zu meiner letzten Woche. Und da fangen wir natürlich mit meinen gelesenen Sachen an. Ich muss sagen, dass ich leider überhaupt keine Zeit gefunden habe zu lesen, wie ich eigentlich auch schon vermutet hatte. Weil mich auch mein kleiner Bruder so sehr beschäftigt hat und eigentlich freue ich mich auch, dass ich so viel Zeit auch mit meinem Vater und meinem kleinen Bruder verbringen konnte. Demzufolge kann ich euch leider keine Ergebnisse vorlegen, weil ich halt wirklich überhaupt nicht gelesen habe. Ich hatte zwar alles mit, wie ihr wisst, habe ich ja mein Kind mitgehabt, den Nachtzirkus und bei meinem Vater hatte ich ja auch noch ein Buch. Ich konnte aber leider überhaupt nichts lesen. Was der Woche nicht irgendwie was Negatives gegeben hat. Also ich fand die Woche wirklich schön. Und ja, lesen kann ich ja jetzt wieder, wo ich zu Hause bin. Wie ihr dann aber jetzt wohl schlussfolgern könnt, weil ich das ja eigentlich gesagt habe, habe ich auch das Buch, was ich bei meinem Vater lesen wollte, nicht gelesen. Weder angefangen noch sonst nicht noch was. Aber er hat es mir geschenkt. Und ja, deswegen kann ich es jetzt immer noch lesen und werde es dann wahrscheinlich auch lesen. Und das Buch ist Auf ewig vergessen von Philip M. Mangolin oder Mangolin. Wie ihr sehen könnt, das ist aus dem Weltbild Verlag. Und ja, schon ein etwas älteres Buch, wie ihr sehen könnt. Aber das stört mich ja nicht. Das Buch ist genau von 1993 und ja, wie gesagt, wurde mir von meinem Vater ins Herz gelegt. Da ich jetzt auch das Buch habe, kann ich euch auch endlich lesen, was kann ich euch auch endlich vorlesen, was hinten drauf steht, weil letztes Mal war das ja irgendwie ein bisschen komisch. Also,
Gegen dieses Buch wirkt das schweigende Lämmer wie ein Kindermärchen. Ein perverser Triebtäter, der seine Opfer grausam misshandelt. Eine starke Frau, die dem Mörder auf der Spur bleibt und ihm unabbittlich jagt. Ein Kriminalthriller, der das Blut in den Adern gefrieren lässt. Also wie gesagt, hat mein Vater gelesen, fand er voll toll und dann hat er es mir geschenkt und jetzt kann ich es lesen. Apropos, kann ich das gleich auch noch in mein Regal stellen. Ja, das ist aber noch nicht alles. Wir waren nämlich auf dem Flohmarkt gleich am nächsten Tag, also am Sonntag. So ein privater Flohmarkt, den sie da jedes Jahr machen. Und da konnte ich mich natürlich auch nicht beherrschen und habe Bücher gekauft. Insgesamt sind das diese drei Bücher. Also ja, drei Bücher. Und vier Geschichten, weil ein Buch, das ist ein Sammelband. Und ja, das dickste ist Die Kammer von John Grisham. Ja, schon wieder ein John Grisham Buch. Ich weiß nicht. Mein Vater hat gesagt, die sind toll. Und das Buch ist auch eine ältere Ausgabe. Wie man an dem Cover ja auch erkennen kann. Ihr erkennt ja die anderen Bücher, die ich bestellt habe bei Medimox. Die Ausgabe ist von 1995 und hat überhaupt keine Stellen. Also der Umschlag ist auch nicht großartig mitgenommen. Ein bisschen umgeknickt hier an den Seiten. Aber sonst, das Buch ist komplett weiß. Das ist eigentlich fast ungelesen, stand halt wahrscheinlich nur die ganze Zeit irgendwie im Regal oder so und da musste ich einfach zuschlagen. Ich meine, für 2 Euro so ein dickes Buch in einem so guten Zustand, dann auch noch so alt, fand ich einfach klasse. Worum es da geht, weiß ich nicht. Anwaltsfirma, Traumkarriere, Hochsicherheitstrakt, Sam Carell. Ja, hört sich an wie alle anderen seiner Bücher. Ist mir eigentlich relativ egal, ich brauche nicht wissen, worum es da geht. So, das nächste Buch ist dann der Sammelband. Und zwar sieht der halt so aus, wie ihr schon gesehen habt. Und ist von einem Verlag, ich weiß nicht, ob es den heute noch gibt, der sich halt so, also ich weiß auch nicht, ob man das Verlag nennen kann. Also ich weiß ehrlich, aber wartet mal. Der Verlag heißt Das Beste und die haben hier mehrere Sammelbänder für Science Fiction, wenn ihr das sehen könnt, gemacht. Und hier sind zwei Bücher drin, nämlich Die Reise zum Mittelpunkt der Erde und Krieg der Welten in einer silbernen Schrift. Deswegen spiegelt das hier auch so ein bisschen. Und ja, wieder ein bisschen gelb und mitgenommen, aber sonst eigentlich, obwohl das wahrscheinlich auch wieder eine etwas ältere Ausgabe ist, recht gut erhalten. Und ja, auch mit Illustrationen ein paar. Und ja, das hat auch noch 1 Euro gekostet und Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, da habe ich schon verschiedene Filme zugesehen, mitunter auch den neuen mit Brendan Fraser, der auch in Tintenherz mitgespielt hat. Und ja, ich gucke mir gerne Science-Fiction-Filme an, habe aber noch kein Science-Fiction, glaube ich, großartig gelesen, außer so Sachen wie halt Dystopien zum Beispiel, wo es dann auch in Beta zum Beispiel, das habe ich aber immer noch nicht gelesen, geht es ja um Klone und sowas habe ich vielleicht schon gelesen, aber so ein richtiges Science-Fiction, so habe ich noch nicht gelesen, deswegen habe ich hier zugeschlagen. Ich meine, für 1,50 Euro, glaube ich, kann man da ja nichts falsch machen. Und das dritte Buch ist Der englische Patient von Michael Ondaatje. Kennt ihr bestimmt, habe ich von einer Freundin gehört, dass das ganz gut sein soll. Das ist eine Liebesgeschichte, soweit ich weiß, von einem Soldaten 1945. Ich kann euch das ja mal vorlesen. 1945, in den letzten Tagen des Krieges. 4 Menschen finden in einer toskanischen Villa Zuflucht. Caravaggio, der ehemalige Dieb und alliierten Spion Kip, ein junger Schick und Spezialist im Entschärfen von Bomben. Hannah, eine kanadische Krankenschwester und der geheimnisvolle englische Patient, der in Nordafrika angeschossen wurde. Ist eine Liebesgeschichte. Eigentlich lese ich Liebesgeschichten nicht, aber irgendwie habe ich da so Gutes drüber gehört und mein Freund meint, ja, lies das doch mal und ja, dann lese ich das mal. Das ist, glaube ich, das Buchcover zum Film, falls sich einer wundert. Also nehme ich mal an, das ist ja, glaube ich, ein bekannter Schauspieler. Was
heißt bekannt, recht bekannter Schauspieler. Ja, das waren dann auch meine Eroberungen. Ich kann ja mal gucken, ob ich das hier so wartet. So, also das habe ich mitgebracht von der Woche bei meinem Vater. Ich habe auch noch eine DVD bekommen, und zwar X-Men, die erste Entscheidung. Aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Gut, so viel zu meinen Lesesachen. Tut mir leid, dass ich nicht so viel Zeit zu lesen gefunden habe, aber ihr versteht das ja sicherlich. Ich bin ja nicht so oft bei meinem Vater, und in den Ferien, wenn man denn mal was macht, muss man ja jetzt auch nicht unbedingt lesen, ne? Okay, dann kommen wir jetzt zu... Ich bin nur irgendwie gerade erst angekommen und hatte den Computer angemacht und wollte irgendwas machen, und dann... Hier sind ganz schön viele Sachen in meinem Zimmer anders, und normalerweise ist hier so eine Metallleiste drin, in der ich immer rumfummle, und die ist auf einmal nicht mehr da. Das habe ich gerade erst mitbekommen. Ja, nicht abschweifen. Also, die Woche hat schon mal sehr lustig angefangen. Und zwar war das so, dass mich ja meine Stiefmutter wieder abgeholt hat, und aus dem letzten Video wisst ihr ja schon, dass man mit ihr schon recht verrückte Sachen erleben kann, wenn man mit ihr Zug fährt. Und das hat sie auch dieses Mal wieder klar bewiesen. Und zwar war das so, dass an dem Tag irgendwie alles, was sie gesagt hat, was mit Zügen zusammenhing, auch wenn sie es nur angedeutet hat, auch irgendwie genauso eingetroffen ist. Und naja, da sie halt genauso weiß wie ich, dass wenn wir beide zusammenfahren, immer irgendwas passiert, meinte sie dann auch immer zu sagen, ja das und hier und bla, und das passierte dann auch alles. Also zum Beispiel war das so, dass sie mal, dass wir uns irgendwie mal unterhalten hatten, und dann meinte sie auf einmal irgendwas mit Verspätung. Und dann hatte unser Zug Verspätung. So. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren, glaube ich. Also wir mussten nach Hamburg und müssen dann in Hamburg umsteigen. Und wir waren dann halt in Hamburg und mussten vom ersten Gleis zum letzten Gleis laufen und hätten ohne Verspätung 8 Minuten Umsteigezeit gehabt. Was an sich schon knapp ist, weil jeder, der vielleicht auch schon mal in Hamburg war oder auf dem Bahnhof auch vielleicht mal durchgefahren ist, so wie ich, der... weiß halt, dass das wirklich ein großer Bahnhof ist, dass da viele Leute sind und dass das auch wirklich ein ganz schönes Stück ist. Man muss dann auch noch die Treppen und die Bahngleise gehen dann ja auch noch weit nach hinten, und dann hatten wir auch wirklich so viel Glück, dass der Zug dann relativ weit hinten stand, und wir haben uns eigentlich schon so hingestellt, also wir hatten dann Verspätung 3 Minuten. Eigentlich ist das ja nicht, ne? 3 Minuten könnte man ja schaffen. Aber wenn man dann nur noch 5 Minuten Umsteigezeit hat für das Ganze, wird das schon knapp. Und deswegen haben wir uns auch gedacht, gut, okay, wir stellen uns dann jetzt lieber schon gleich an die Tür, dass wir sofort rausflitzen können. Und dann hat sie mich vorgeschickt und ich sollte sagen, wo lang, weil dann rennen, rennen, rennen und so. Und dann sind wir auch wirklich gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und ja, wir sind dann angekommen und standen dann vorm Zug. Er sollte irgendwas... Also ich weiß nicht mehr genau, welche Uhrzeit, wir wollten noch die Minuten 38 losfahren. Wir waren Punkt 38 da. Da gingen die Türen von diesem Zug zu, und wir waren ja nicht die Einzigen, die gelaufen sind. Da waren ja noch irgendwie, also ich schätze mal, wir waren mindestens 30 oder so, die alle mit diesem Zug weiterfahren mussten. Und da stand ein Schaffner draußen, nennt man die, draußen stehen auch Schaffner, ich nenne jetzt mal den Schaffner. Also stand ein Schaffner draußen, der hat gesehen, dass da 30 Leute angerannt kommen. Wo man ja mal nachdenken könnte, ja, die wollen wahrscheinlich in meinen Zug. Aber da hat er weder die Türen aufgehalten, noch nachdem wir davor standen und der Zug noch nicht mal Anstalten gemacht hatte, loszufahren. Naja, wir dann gesagt haben, ja, wir möchten jetzt bitte noch in den Zug und hier. Und einige, bei einigen, wir hatten zum Beispiel auch einen jungen Mann, der hatte schon an dem gleichen Tag schon mal den Zug verpasst und musste schon mal 2 Stunden warten. Der musste nach Köln. Und nachdem er dann diesen Zug auch noch verpasst hat, beziehungsweise wenn er den, also er hat ihn ja verpasst, wir haben ihn auch verpasst, wenn er den halt verpasst hätte, dann hätte er auch noch 2 Stunden warten müssen und bla, das haben wir dann alles gesagt. Ja, und dann meint er so, nee, ich mach die Türen jetzt nicht wieder auf. Nee, das wäre mir jetzt zu viel Arbeit, so nach dem Motto. Und hat dann auch abgewunken und hat dem Zug dann halt sozusagen gesagt, ja, kannst weiterfahren. Stehen nur 30 Mann, egal. Ja, Der nette Mann, mit dem wir unterwegs waren dann, der hat aber relativ schnell wohl wieder eine Möglichkeit gefunden, nach Hause zu kommen. Der hat mit irgendjemandem telefoniert und ist rein in den Zug, und dann war seine Angelegenheit schon mal geklärt. Und bei uns war das so, also ich fahre jetzt schon etwas länger Zug mit den beiden,
Und dass das früher mal so war, wenn man einen Zug verpasst hat, dann kann man froh sein, wenn der Anschlusszug, den man weiternehmen kann, in 2 Stunden kommt. Und dann so haben wir uns irgendwie total verrückt gemacht, von wegen, ja, weil mein kleiner Bruder auch wach bleiben wollte und noch Hallo sagen wollte. Er ist ja halt erst 5, der muss eigentlich ins Bett vor um 8 oder so und wir wären ja eigentlich um 7 da gewesen. Naja, auf jeden Fall haben wir das dann, haben wir dann meinen Vater angerufen, Bescheid gesagt und so der Sachen, weil wir hatten einer bestimmten Zeit, wenn wir jetzt alle Züge verpassen, aber jetzt. Naja, also egal. Auf jeden Fall haben wir den halt angerufen, meinte gleich, ja, wir sollen uns beschweren und keine Ahnung, aber naja, nee, das bringt dann auch nichts, weil das war vom Metronom und da war eine Deutsche Bahn und egal. Auf jeden Fall haben wir das Problem gelöst. Wir mussten nur 1 Stunde warten, haben dann einen Anschlusszug bekommen, sind halt natürlich verständlicherweise auch später zu Hause gewesen. Und ja, das war dann schon mal so, schon wieder sowas passiert und so. Und dann fahren wir mit unserem letzten Zug, das ist ein Eriks, ein Heidesprinter, der fährt, glaube ich, nur so im Umkreis sollte, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall fährt der, ist das so eine Art, ich nenne es jetzt mal Heimbus von denen, Zug, Heimzug. Und das war so, dass das halt der Anschluss ist von dem Zug, den wir dann nehmen mussten von Hamburg, wo wir eine Stunde drauf warten mussten. Und danach der Zug, das ist ja dann gewesen. Und dann wollte ich eigentlich nur rein, Koffer reinpacken und letzter Zug, wir brauchen nicht mehr umsteigen. Wenn der jetzt zu spät kommt, ist egal, weil dann kommen wir halt zu spät zu Hause, aber wir können keinen Zug mehr verpassen und so. Und da war es aber total warm da drin. Und da haben wir gedacht, gut, okay, wir warten noch draußen, weil der Zug halt auch noch gewartet hat. Dann sind wir rausgegangen. Hat meine Stiefmutter sich eine Zigarette angezündet und dann meinte sie, ja, brauchst du dir dann keine Sorgen machen? Oder, also ich meinte dann, ja, und kann ja nicht nur noch Schlimmeres passieren oder so, habe ich gehofft. Und meinte sie so, ja, tschüss Koffer, so zu meinem Koffer, weil wir vom Fenster standen, haben meinen Koffer gesehen. Und dann meinte sie halt so aus Spaß, na, vielleicht fährt der Zug ja noch weg, tschüss Koffer, ne? Habe ich natürlich schon so. Lass es lieber sein. Und dann hat sie gesagt, ich wollte mir keine Sorgen machen, solange der Motor nicht anspringt, ist alles okay. Punkt genau, in diesem Augenblick startet auf einmal der Motor von diesem Zug. Ich springe da rein und setze mich hin nach dem Motto, nein. Natürlich habe ich mir irgendwie dann gedacht, gut, okay, der Zug kann jetzt nicht einfach losfahren, aber dann habe ich mir irgendwie so gedacht, naja, der andere Zug hätte eigentlich auch nicht einfach die Türen zumachen können, also setze ich lieber hin. Und dann war das Geilste an der Sache aber, dass ich wohl gelaufen bin wie ein angestochenes Hühnchen. Und naja, ich habe mich dann hingesetzt und dann kam der Lokführer raus und hat die Tür jetzt aufgemacht und hat mich angeguckt. Ja, wir haben noch 10 Minuten, ich wollte schon den Motor anmachen wegen der Klimaanlage und so. Ich so, nein, wir müssen hier sitzen. Das war irgendwie, naja. Also für meine Stiefmutter und alle anderen im Zug, die das mitbekommen haben, war das sehr lustig. Ja, für mich gab es dann aber relativ kurze Zeit später auch wieder ein wenig freudigere Ereignisse, wo dann wir in Dorfmarkt, glaube ich, eine Pause gemacht hatten von, glaube ich, 10 Minuten und da kam der Lokführer auch raus und dann hat meine Stiefmutter noch mehr mit ihm gequatscht von wegen, weil er mich halt gesehen hat und bla und dann kommt man ins Gespräch, wenn das Kind da reingerannt kommt, wie ihn angestochen ist. Naja, auf jeden Fall führte dieses Gespräch dazu, dass ich dann eine Art Einweisung bekommen habe. Also ich durfte mir den Raum angucken, in dem er sitzt und so eine Sachen, durfte mich auch mal auf den Stuhl setzen, hat mir alles erklärt, ich konnte ihm Fragen stellen und das war auf jeden Fall voll cool. Ja, hat mich auch richtig gefreut. So nach dem Rest des Tages, der so voll gut verlaufen ist. War das denn nochmal was Schönes? Ja, das hat dann auch für den Tag gereicht. Viel mehr gemacht haben wir natürlich nicht. Der nächste Tag, da waren wir, wie gesagt, auf dem Flohmarkt, haben die Bücher gekauft. Mein Bruder hat so ein komisches kleines Schiff bekommen. Und wir haben ihm noch einen Monster Truck gekauft für 1 Euro. Und das Schiff hat er geschenkt bekommen. Das war nur so, das war so. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Also sowas ähnliches wie aus dem Ü-Ei zusammengebastelt, so nach dem Motto. Also, ich
wusste nicht mal, wie man das benutzt, weil da irgendwelche Fäden waren und da ein Bär dran gehangen und mein Oktopus und naja. Auf jeden Fall, das hat überhaupt kein Geld gekostet und mit dem hat er dann im Laufe der Woche am meisten gespielt. Den Monster Truck hat er, glaube ich, fast gar nicht angeguckt. Ja, sonst merke ich gerade, dass ich gar nicht mehr so viel, also sonst ist eigentlich wirklich nicht mehr so viel passiert. Großartig, wir waren halt wie gesagt viel zu Hause, ich habe viel Zeit mit meinem kleinen Bruder verbracht, wir haben gespielt. Mein Vater hat ja, also ich habe ja hier normales Satellitenfernsehen und ich, ja, Satellitenfernsehen und mein Vater hat ja Kabelfernsehen, Kabel Deutschland und der empfängt dann ja voll die coolen Sender, so wie Sci-Fi und 13th Street und so eine coolen Sachen. Und wie gesagt, ich gucke ja auch Science-Fiction-Serien und ich gucke auch mitunter am liebsten Enterprise, die ganz, ganz alten Folgen. Mit William Shatner und Leonard Nimoy noch als Spock und Captain Kirk. Und weil mein Vater als Sci-Fi empfängt, kann, also da sind die Folgen so ein bisschen aufgepäppelt worden, dass das alles einigermaßen gut aussieht, weil Sci-Fi HD halt sozusagen ist, aber das kann man halt nicht mehr auf HD hochpitchen, weil das geht halt nicht. Aber das Bestmöglichste rausgeholt, kurz zusammengefasst, ich konnte Enterprise gucken, da freue ich mich immer ganz doll drauf, wenn ich bei meinem Vater bin. Ja. Ja, wie gesagt, sonst war viel, ja, haben viel Zeit miteinander verbracht. Meiner Stiefmutter haben wir Briefe austragen geholfen. Mein kleiner Bruder hat Geld verliehen. 50 Cent waren für ihn ein Geld. Das war süß. Ja, und sonst hoffe ich, nichts vergessen zu haben. mein Vater hat sich auch, als ich da war, mal ein, also speziell das Video angeguckt, wo ich über meine Stiefmutter geredet habe, meinen letzten Weekend-Vlog, und meinte jetzt, er guckt sich immer ab und zu jetzt über meine Videos an, deswegen hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Jetzt kriege ich einen Anruf oder über Facebook wird mir gemeldet. Entschuldigung schon mal dafür, falls das passiert ist. Wenn nicht, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Okay, ja, das war dann wie gesagt meine Woche und heute sind wir zurückgefahren und weil ich mich nicht so recht entscheiden konnte, wer mich zurückfahren soll, meine Stiefmutter oder mein Vater, haben wir entschieden, beziehungsweise hat meine Stiefmutter mich gefragt, ob dann Jan Lukas mitkommen dürfte und dann würden sie mich alle drei nach Hause bringen, das fand ich eine ganz tolle Idee, nur Jan Lukas ist wie gesagt 5 und man fährt dann wirklich, wir mussten um 5 aufstehen und die sind jetzt, ich weiß nicht, wo sie jetzt sind. Auf jeden Fall sind sie um, wenn sie keinen Zug verfassen, um 7 halt erst wieder zu Hause. Und dann ist es natürlich schon ganz schön viel für so einen kleinen 5-Jährigen. Aber er hat auch Lust drauf gehabt, hat sich richtig gefreut. Und ja, glücklicherweise sind auch keine Ereignisse irgendwie aufgetreten. Schlimme. Also wir hatten zwar auch schon Verspätungen ein paar Mal, aber keine, wo wir jetzt irgendeinen Zug nicht schaffen oder so. Auch dafür, dass wir halt 4 Leute waren und wirklich einen 4er gebraucht haben. Sonst ist es immer so, dass wir 2 sind und trotzdem einen 4er haben, damit wir unsere Sachen irgendwo hinstellen können und so. Weil die 2 ja auch immer dann so eng aneinander sind, man dann keine Beinfreiheit hat. Und da ist es manchmal schon schwer, einen Platz zu bekommen. Und dann waren wir aber zu 4 und haben eigentlich immer einen 4er bekommen. Besonders auch in einem Zug, der hat nur 2 Waggons, da haben wir auch gedacht, wir müssen stehen. Aber das hat alles ganz gut funktioniert. Also dafür, dass alle 3 mitgefahren sind und sonst, wenn einer mitfährt, schon so viel Chaos ist, war das top. Super. Ja, und dann bin ich hergekommen. Und dann habe ich gedacht, komm, du drehst jetzt ein Video. Und hier ist es. Ja, gut. Wie gesagt, das war's davon. Am Donnerstag fahre ich zu meiner Freundin, wie ich ja schon in den letzten 10.000 Videos erwähnt habe. Und ja, weil ich ja glaube ich, wusste ich das im letzten Video schon. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass es Donnerstag ist. Das heißt, wenn überhaupt, kommt Mittwoch erstmal wieder mein letztes Video vor. Samstag kommen wir glaube ich wieder zurück. Und ich werde versuchen, das Buch Regalvideo da abzudrehen, aber ihr wisst ja, ich muss das ja mit meiner anderen Kamera machen und die braucht ja so lange zum Hochladen und dann muss ich das ja noch schneiden und bla und deswegen müssen wir gucken, dass diese Woche schon mal ein paar Videos davon hochkommen. Ja, genau, ihr wisst schon, was ich meine. Dann schneide ich das Video zusammen, damit es hoffentlich kürzer wird als das, was ich hier habe.
Und viel Spaß weiterhin in den Ferien. Ich habe auch gehört, in Niedersachsen zum Beispiel, die Kinder haben jetzt seit einer Woche Ferien. Also willkommen in den Ferien für alle, die noch keine Ferien hatten. Viel Spaß weiterhin bei den Ferien für alle, die weiterhin Ferien schon und so. Und auch bei der Arbeit viel Spaß, so wie immer, ne? Und schöne Lesezeit. Ciao.